Die Art von Bier, die wir hier machen, dem sagt man Kraftbier. Das kommt vom Amerikanischen her. Das ist eine Bewegung, die entstanden ist in den 70er Jahren. Wo man ist vorgekommen von dem Einheitsbier. Alle haben immer das gleiche Bier gebraut. Dabei gibt es ganz viele schöne Bierstile, die man machen könnte. Bier ist ganz vielseitig. Da kann man viele Geschmäcker reinbringen. Wir machen das mit unterschiedlichen Zutaten. Wir haben zum Beispiel 17 Sorten Malz, die wir gerne bei uns im Lager haben, die wir brauchen, um verschiedene Bier zu machen. Es gibt nicht nur andere Farben, es gibt auch andere Geschmacksaromen drin. Das kann Honignoten geben, sogar fruchtige Sachen geben, aber auch Röstaromen bei den dunklen Bier, bei den Porters, bei den Stouts. Die Craftbier sind handwerklich gemachte Bier mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch und mit ganz vielen verschiedenen Zutaten. Und das gibt natürlich im Ergebnis die tolle Sortenvielfalt, die man bei uns haben kann. Seit letztem Herbst haben wir auch eine nationale Marke. Die nennt sich Barter. Im Moment sind es drei verschiedene Craft-Bier in Dosen. Ganz neu auch im Fläschchen. Wir haben gemerkt, dass wir mit Thunbier hier in der Region sehr gut ankommen. Aber außerhalb des Kantons ist es manchmal schwierig, wenn man mit einem Thunbier daherkommt. Deswegen haben wir Barter. Hat nichts mit der Region zu tun. Sie sind einfach tolle Craft-Bier. Sie werden aber hier genauso produziert und abgefüllt. Das Zuthaus, das wir haben, ist genau auf uns gebaut worden, nach unseren Vorgaben, so wie wir Bier produzieren. Das war für einen Hersteller auch nicht ganz einfach, das so zu konzipieren, aber es ist sehr gut rausgekommen, wir sind da sehr zufrieden. Wir können also fast alle Bierstile, die es gibt auf der Welt, hier nachher produzieren und haben sehr Spass natürlich auch dann. In der Abfüllung machen wir alles selber. Wir nehmen das Leergebinde, das wir angeliefert bekommen. Wir etikettieren es, wir werden die Fläschchen gerinsert. Das heisst, sie werden zuerst mit Sterilwasser ausgespritzt. Es wird vakuumiert, es wird befüllt unter CO2-Teppich, dass kein Sauerstoff dazukommen kann, so wie es die Grossindustrie macht. Und so können wir auch ein höchstes Mindesthaltbarkeitsdatum garantieren. Unser Alkoholfreie ist wunderbar süffig, erfrischend, mit einer leichten Hopfennote. Sehr erfrischend. Ich genieße es unter der Woche am Feierabend oder einfach auch sonst als alkoholfreie Variante. Es schmeckt im Blindtest fast wie ein Bier und die Leute sind wirklich begeistert. Mittlerweile sind wir bereits 7 Personen am Arbeiten. Wir teilen uns ein Pensum aufteilen von rund 470%. Neu arbeiten bei uns Katie Peach. Sie ist Amerikanerin, hat eine langjährige Brauererfahrung und hat früher bei der Novartis gearbeitet und tut uns seit Anfang Juni verstärken. Zudem haben wir im Aussendienst Fabienne Welti, die sich stark für die Events engagieren bei uns. Daniela Schmutz als 4. Frau vom Team, die sich um die Administration und die Finanzen kümmert. Im Weiteren haben wir bereits erwähnt Bruno Stoller als Produktionsleiter, der Mike McCarthy, der hervorragende Brauereiführungen macht und auch Brauer ist und unsere ganze IT verwaltet. Das Schöne in einer kleinen Brauerei ist auch, dass man ein kleines Team hat. Alle sind mit Herzblut dabei. Alle leben das Thema Kraftbier. Und das merkt man schlussendlich auch in den Produkten. Jeder hat sein Lieblingsbier da und schaut natürlich auch zu dem, wenn man das produzieren gerade, ist dann sicher der, der vorne steht und sieht, ah, hier könnte man noch das verbessern. Und das wäre noch, wenn man noch hier noch einen Zacken mehr und so. Und so sind wir jeden Tag dran, kleine Verbesserungen zu machen. Und das ist das, was mir am meisten Spass macht.